Hey ho Leute und willkommen zu einer neuen fabelhaften Folge von Harveys Neue Augen, wo wir gerade mit Geralt flüchten. Auf geht's. Wieso hilft uns Geralt eigentlich? Stopp! Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje, aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass Sie diese Aufsässigkeit in Ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt, das ist unsere Chance. Lauf, Billy, lauf. Schnell. Schnell. Tagebuch. Als Lily den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Geralt war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lily versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Psst, Lily, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen! Oh nein, zu spät! Nein, versteck dich, versteck... Nein. Da ist sie! Ha! Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen, ha? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache. Amüsiere uns. Ich hab Bären für die Oberen. Das dauert mir zu lange. War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Mie. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. Hui. Woogie, Woogie. Woogie. Ha! Woogie! In der Tat! Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lily, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Woogie. Das Chaos, Lily. Wer ist dafür verantwortlich? Nun rede schon, du nutzloses Kick. Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberin. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Kennst du die Antwort, Lily? Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna?
Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun, nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Wie oft kann ich das machen? Okay. Okay, das sind jetzt die, also die Verbote, die wir haben. Ednas Karte und die Tollkirschen. Kann ich die Tollkirschen in den Tee tun? Dieser Tee war bereits fertig gekocht. Mist. Psst, Lilly! Hallo, Gemälde. Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Gerrit, verhalte dich bitte unauffällig. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin, in der dunklen Ecke neben dem Kamin. Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier, nimm dieses Tollkirschenextrakt. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee. Sobald sie davon trinkt, wird sie all ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Aha. Exzellent. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Na, seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt ein wenig aus dem Rahmen, finden Sie nicht? Ach, die. Das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Können Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen Kindes. Nichts weiter. Okay. Ja. Das Serum reichte nur für eine Tasse. Diesmal wollte Lilly alles richtig machen. Zuerst musste da diesmal wo- Teekanne. Die Tasse. Tee in die Tasse. Serum in die Tasse. Teekanne. Teetasse. Ich will, dass Dr. Marcel die Wahrheit sagt. Lilly! Du ungeschickter Nichtsnutz! Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann würde ich es Aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also,
Dann bring uns doch bitte einen Seil. Ah, ja, Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Es mochte Lilly langweilig erscheinen, aber die Oberin trank für gewöhnlich Tee. In einigen der Derbur. Okay, wir nehmen uns eine neue Tasse. Lilly hatte bereits genug Tassen. Oh, ich dachte, ich brauch... Okay. Psst, Lilly, denk an das Serum. Ich hab das Serum nicht mehr. Dieses Rätsel war bereit. Okay, kann ich mir jetzt eine Tasse nehmen? Lilly hatte Aber was tut sie denn da? Wir haben doch noch gar keine Tassen. Gehört das Ed? Keine Sorge. Sie steht unter Hypnose und kann keinen Unsinn mehr anstellen. Aber ich will Unsinn anstellen. Stell gerne Psst, Unsinn an. Lilly, denk an das. Lilly hatte bereits. In einigen der Tassen der beruhigt. Aber ich brauch doch. Aber was tut sie denn da? Gehört das etwa auch zu ihrer... Keine Sorge. Okay, das darf ich nicht. Der lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lilly ein wenig mit ihm spielen durfte? Ja, ich will mit ihm spielen. Die Topfpflanze, der Essenslift. Ich muss doch irgendwas Psst, tun können. Lilly, denk an das Serum. Lilly hatte mit, aber die dieses Tasse Rätsel war Teekanne mit den Tassen. Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Aber was tut sie denn? Wir haben doch keine... Sie steht... Nutze dich damit. Aber was tut sie... Benutze ich dich mit der Topfpflanze. Benutze ich dich mit dem... Moment, ich hab aus dem Spiel geklickt. Mit dem Gemälde. Ja. Psst. Sprich mich nicht an. Schütte der Oberin einfach das Wahrheitsserum in den Tee. Du hast das Fläschchen mit dem Tollkirschenextrakt doch noch, oder? Perfekt. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Moment. Hier unten das... Ah, jetzt ist es wieder da. Aber ich muss doch... Lilly hatte mittlerweile... Aber das macht keinen Sinn. Dieses Rät... Das macht keinen Sinn. Das... Lilly hatte mit... Aber Sinn. Kein... Nach beiden nicht das Zeug geben. Die Oberin, aber da war das Ed. Lilly musste sich irren. Die Oberin, okay, Lilly musste... Das, das war also dieser Dr. Marcel, von dem alle sprachen. Du willst die Teetasse nicht nehmen. Psst, Lilly, denk an das... Kann ich die Teetasse auskippen? Lilly wollte Pflanzen waren... Kann ich die Teetasse dahin auskippen? Lilly Dem Erzähler verging... In einigen der... Lilly hatte bereits genug... Nein, hab ich nicht. Ich brauche eine Tasse, wo ich die... Ich will hier raus. Ich kann sogar hier raus... Okay, damit habe ich nicht gerechnet, hier raus zu können. Gut, gut, dann machen wir das so. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Wollte nur sicher gehen. Lilly hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Lillys Spezialtee war fertig. Sie nannte ihn pure Wahrheit. Eine Räubusch-Tollkirschen-Mischung.
Gut, machen wir das nochmal. Oh Mann. Aber beenden wir erstmal die Folge für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.